Ja, moin. Wir kümmern uns heute um eine der grundlegenden Übungen im Bizeps-Training. Was ihr machen wollt, ist, ihr nehmt euch zwei Kurzhanteln. Ihr könnt das Ganze auch mit der Langhantel machen, ich empfehle es aber mit der Kurzhantel. Und was ihr macht, ist, ihr stellt euch einfach schulterbreit hin, Oberkörper gerade lassen. Ihr nehmt eure Kurzhanteln, so dass die Handfläche parallel zum Boden ist und nach oben zeigt. Und dann geht ihr einfach nur mit den Armen wieder hoch und wieder runter. Wenn ihr jetzt nochmal auf den Winkel achtet, in dem ich mich bewege, ihr seht hier vom Winkel her, ich gehe hier nicht ganz hoch, sondern ich gehe nur so weit, weil danach ist der Bizeps hier eh angespannt, da kriegt ihr nicht mehr viel Effekt raus. Und wenn ihr hier runter geht und wieder hoch geht, dann sollt ihr auch nicht ganz runter gehen, nie ganz, ganz runter gehen, weil ihr dann den Arm durchstreckt und das schadet dann hier euren Gelenken. Und das wollt ihr einfach nicht, weil das schadet euch dann auch vor allem im Alter. Deswegen bleibt in diesem Bereich vom Winkel und fickt euren Bizeps. Von daher, haut rein.